Fun, hier ist Avram, zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich spiele jetzt die letzte Mission, nämlich die letzte Verabschiedung. Oh, ich bin schon ganz gespannt, was da auf uns zukommt und welche Enden bei der Gesamtstory geschlossen werden. Viel Spaß. Odin, ich spüre deine Nähe. Ein Mahlstrom der Erinnerung bis weit in die Vergangenheit. Ich ließ dich und deinen Einfluss verstummen. Doch ich weiß, dass du viel zu sagen hast. Du bist immer bei mir. Tief in meinem Huge. Ich könnte dich bis zu meinem Ende in dieser Dunkelheit gefangen halten. Nicht dieser anderen Seite von mir ewig verschließen. Oder ich könnte von dir lernen, besser zu verstehen, wie die Welt einst war. Vor langer, langer Zeit. Aber nicht hier. Nicht unter den Augen jener, die nicht verstünden, was ich bin. Wer wir sind. Ich habe alles für die Meinen getan, was ich vermag. Es ist an der Zeit, Lebwohl zu sagen. Und zu fernen Ufern aufzubrechen. Zu neuen Abenteuern. Faszinierend. Eivor setzt sich auf eine mir unbekannte Weise mit Odins Erinnerungen auseinander. Mein Kampf mit Loki war intensiv, aber kurz. Und er endete mit einem gegenseitigen Verständnis davon, wer wir sind. Wohin wird dieser neue Konflikt dich wohl führen? Ich denke, das verlangt nach etwas Animus-Magie. Suche nach zukünftigen Erinnerungen, gefiltert nach emotionaler Intensität. Trauer, Sehnsucht, Kummer. Na bitte, ein paar Bilder aus der Zukunft. Mal sehen, wohin Eivor uns führt. Okay, das sind die letzten Erinnerungen. Vier Missionen hat es jetzt gegeben. Eine davon ist beschädigt. Okay, jeweils immer einer bestimmten Region zugeordnet. Nordwege, East Anglia. Westsachse und Refnatrop. Na dann, wollen wir sagen, wir haben gerade es angefangen. Starten wir hiermit. Inventar. Erinnerungssplitter. Genau, Atlas, das war's. Shift-Taste. Oh Gott. Und dann nach Nordwegen.
Was siehst du da oben, Sühnen? Da ist das Ziel. König Haralds Langhaus. Hier sollte ich noch ein Erinnerungsfragment finden. Ich komme näher. Der junge Harald hat sich in unserer Abwesenheit durchaus einen Namen gemacht. 12 oder 13 Jahre sind es her. Sigurd, Eivor, was für eine Freude. Kommt. Ich hörte von eurem Besuch, aber so bald hätte ich euch nicht erwartet. Starke Männer drängen sich um eine Karte, ihre Augen so hungrig wie ihre Bäuche. Alles genau wie früher. Ja, mein halbes Leben habe ich besorgt auf hastig gezeichnete Karten gestarrt. Doch dies ist kein Land, das wir erobern wollen, sondern eines, das Hilfe braucht. Island? Ja. Unser Freund Ingolf ließ uns wissen, dass seine neue Siedlung in Gefahr ist. Kalte Winter und eine schwelende Blutfehde. Ich habe ihm Vorräte und Männer zugesichert. Genug, um Frieden zu bringen und den Winter zu überstehen. Eivor, möglicherweise ist es ein Segen von Thor selbst, der dich ausgerechnet heute hierher geführt hat. Würden dein Bruder und du dieses Unterfangen für mich leiten? Ich kann mir für diese Aufgabe niemand Besseres vorstellen. Eivor, das ist Schicksal. Ich sehne mich nach solch einem Abenteuer. Sag mir, was du denkst. Lässt sich dein Herz für eine weitere Reise entfachen? Ich bin dankbar für das Angebot. Aber ich bin nicht hier, um ausgetretene Wege zu beschreiten. Ich bin hier, um mich zu verabschieden. Ein für allemal. Ein für allemal? Willst du Englerland auch verlassen? So ist es. Gen Westen. Nur mit mir selbst als Begleitung. In Lande, die sich auf keiner Karte finden. Zu welchem Zweck? Das weiß ich erst, wenn ich angekommen bin. Lasst uns nicht davon reden. Heute möchte ich Zeit in Gesellschaft derer verbringen, die ich liebe. Und Geschichten von früher erzählen. Wie viel früher? Sehr, sehr viel früher. Verstehst du? Onkel, schick die Leute weg. Und bring Met und gebratenen Finnwal für 3. Also. Wo fange ich an? Du bist Eivor, ja? Vom Rabenclan. Ich hörte, dass du zurück bist. Hoffentlich hast du keinen Krieg im Sinn. Krieg liegt mir nie fern, König Harald.
Aber ich habe keinen Streit mit dir. Gut zu hören. Konnten deine Siege in Englerland deine Lust nach Eroberungen stillen? Frag mich in 10 oder 20 Jahren nochmal, wenn die ganze Insel Nordmännern und Dänen gehört und niemand mehr den Namen Elfred kennt. Was führt dich hierher, an meine Ufer? Ich will dir von Styrbjörn berichten, dem Mann, den ich Vater und Freund nenne. Ich möchte dich bitten, in seinen letzten Tagen an seiner Seite zu sein. Respektvoll und ehrenhaft, damit er in Würde sterben kann. Ich werde für ihn tun, was ich kann, denn er war ein treuer Dienstmann. Doch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ein Mann muss für sich selbst sorgen. Was du sagst, ist wahr. Wache einfach nur über ihn. Und sollte er sich in deiner Obhut zugrunde richten, so muss er diese Last selbst tragen. Das werde ich tun. Okay, damit hätten wir das soweit erstmal abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Abschnitt wieder. Bis dann, ciao, ciao.